Sachsen, gerade vor 2 Minuten von der Antifa angefallen oder überfallen worden. Das waren, ich glaube, 5 oder 6 Leute, vermummt, mit Batterien in den Händen, mit Glasflaschen. Da hinten ist das Kino, wo wir jetzt hingehen wollen. Wir sehen hier einen blutenden, unser Fabian, der hat es richtig abgekriegt mit der Flasche. Wir sind hier vorne die Straße runtergelaufen und dann kam aus der Seite so eine Gruppe von maskierten Leuten. Und die haben dann mit Gegenständen, also Flaschen und Säcken mit irgendwelchen Steinen oder was weiß ich was das war, innen drin uns angegriffen. Also einer hat mir auf den Hinterkopf geschlagen und die sind auch direkt wieder abgehauen. Das war anscheinend sehr gut koordiniert und die Veranstaltung hat dann eben schon angefangen und ich hätte mir das jetzt gerne angeschaut. Also und noch erschreckender ist es, dass man auch als jüdischer Mitbürger und Konservativer in der AfD sich nicht mehr sicher fühlen kann. Mein Großvater, der in Israel lebt, er weiß, dass ich in Berlin lebe. Er weiß, dass es keine besonders sichere Stadt ist und er sagt mir immer, schau dich immer um, wenn du abends unterwegs bist, nach links, nach rechts. Und ich sage ihm nur, ja, ja, Großvater, ich passe schon auf. Heute habe ich mich nicht umgeschaut und werde vielleicht seinen Ratschlag in der Zukunft zu Herzen nehmen. Ich würde gerne immer noch den Dialog suchen. Also es würde mich auch freuen, wenn Herr Kosli vielleicht mal zu unserem Stammtisch kommt, wenn es ihn wirklich interessiert, mit uns den Dialog zu treten, weil ich glaube, er hat ein völlig falsches Bild von der jungen Alternative und von der AfD. Diese Einladung von dem Leiter der Berlinale, von Herrn Kosli, war eigentlich schon eine Unverschämtheit. Er hat absichtlich die AfD in die Nähe des Antisemitismus gerückt. Auf diese Art und Weise die jüngste und erfolgreichste Partei Deutschlands zu diffamieren, ist eine absolute Unverschämtheit und grenzt an Hetze. Es ist auch ein totales Versagen der Medien, dass sie so etwas transportiert haben, dass sie das breit getreten haben. Und all das zusammen führt zu solchen Ereignissen, führt dazu, dass junge Menschen und auch jüdische Mitbürger, die sich in der jungen Alternative engagieren, heute in Berlin auf offener Straße angegriffen werden und zusammengeschlagen werden. Herr Kostlik, wir bleiben bei unserem Vorschlag als junge Alternative. Zeigen Sie doch mal gern den Film in Neukölln oder auch hier nicht weit von diesem Platz auf einer großen Leinwand. Wir unterstützen Sie dabei. Der Antisemitismus, der kommt bestimmt nicht aus unserer Ecke.